Das ist die Geschichte eines tragischen Unfalls. Es war auf der A66 bei Hofheim vor anderthalb Jahren. Zwei Lamborghinis, ein Porsche. Plötzlich gerät die Situation außer Kontrolle. Eine Frau stirbt in ihrem Skoda. Der Vorwurf: Mord. Das Fahrverhalten möchte ich persönlich als ziemlich aggressiv bezeichnen. Wie eine Rakete durch den Feuer. Ich habe hier keinen Fehler gemacht. Was ist genau passiert und wer hat Schuld an diesem Unfall? Es war ein strahlender Tag im Taunus. Sorgfältig polierter Lack, glänzende Felgen. Sie wollten sich zu einer Veranstaltung für Sportwagenliebhaber treffen. Alles offiziell angemeldet. Und so fuhren sie mit lauten Motoren los an diesem Oktobermorgen. Und natürlich sind sie dort schon aufgefallen. Zeugen nehmen sie wahr. Eine Zeugin benachrichtigt schon früh die Polizei. Es ist der Beginn einer Geschichte, in der es keine einfachen Wahrheiten gibt. An dieser Jet-Tankstelle in Wiesbaden fahren die drei Fahrer vor den anderen los. In diesem Film erzählen wir die Geschichte von Navid F., Tim G. und Ramsey A., denn gegen sie wird kurz nach dem Unfall wegen Mordes ermittelt. Nach der Jet-Tankstelle beginnt eine Fahrt, die die Staatsanwaltschaft später minutiös untersuchen wird. Die Beschuldigten drehen sich selbst. Der Vorfall ist also gut dokumentiert. Es ist laut und es ist schnell. Auf dem Streckenabschnitt gilt jedoch kein Tempolimit. Und dann geschieht die Tragödie. Oh mein Gott, nein! Eine ältere Frau fuhr zu ihrem dementen Mann nach Hause. Sie hatte von all dem, was passiert, keine Ahnung und stirbt in ihrem brennenden Skoda. Wir schauen uns diesen Unfall ganz genau an. Es ist dieser Streckenabschnitt zwischen Wiesbaden und Hofheim. Eine Fahrt, die rund 7 Minuten dauert, mit einem Unfall laut GPS-Daten um 13.22 Uhr und 45 Sekunden. Wir haben Einsicht in die Akte mit knapp 80 Zeugenaussagen. Die Medien berichten breit. Gegen die drei Fahrer des illegalen Autorennens mit tödlichem Ausgang auf der A66 bei Hofheim am Taunus wird jetzt wegen Mordes ermittelt. Eine unbeteiligte Fahrerin stirbt in ihrem Fahrzeug. Ein Sportwagenfahrer kommt noch rechtzeitig aus seinem Auto, wird von der Polizei verhaftet. Hinter der Unfallstelle waren auffällig viele hochgezüchtete Sportwagen. Offenbar hatten sie sich zu einem illegalen Rennen verabredet. War es wirklich ein illegales Rennen? In der Akte schildern Zeugen immer wieder die auffällige Fahrweise. Die Fahrer seien verrückt gewesen, sagt einer. Ein anderer spricht vom Affenzahn der Sportwagen. Wir wollen mit Zeugen sprechen. Viele lehnen ab. Doch einer will was sagen. Er ist selbst Polizist und fuhr damals auf der Autobahn. Wie würden Sie das Fahrverhalten beschreiben? Also das Fahrverhalten möchte ich persönlich als ziemlich aggressiv bezeichnen. Wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer auf mich persönlich so massiv nah auffährt, dass ich dann quasi von dem Fahrzeug eigentlich fast schon gar nichts mehr sehe und habe dann nur im Rückspiegel vernommen, wie ich dann eine Lichthupe bekomme. In dem Moment sind dann die drei Fahrzeuge dann auch ziemlich lautstark an mir vorbeigefahren. Was für mich halt so aussah, als würden sie sich, ich sag jetzt mal, betteln. Jetzt würden wahrscheinlich diejenigen, die da mitgefahren sind oder die da überhaupt gefahren sind, eher sagen, naja, nur weil man einen lauten Motor hört, heißt das ja schon noch lange nicht, dass wir 180 oder 200 km/h gefahren sind. Was sagen Sie zu dem Tempo? Waren die Autos für Sie einfach laut oder waren die Autos für Sie auch schnell? Ich möchte das gar nicht an der Lautstärke festmachen. Klar, die sind laut, aber ausschlaggebend für mich persönlich war einfach auch die überhöhte Geschwindigkeit. Auf dem Stück der A66 gab es kein Tempolimit. Hier darf man schnell fahren. Doch eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gilt in Deutschland trotzdem. Wenn es zu einem Unfall kommt, kann man zumindest eine Teilschuld haben, wenn man vorher geheizt ist. Doch wie schnell waren sie? Dazu gibt es zwei Gutachten. Das von der Staatsanwaltschaft sagt zwischen 230 und 265, also extrem schnell. Das andere spricht von 150. Es wurde von einem Anwalt eines Beschuldigten in Auftrag gegeben. Und dann gibt es noch die GPS-Daten eines Handys. Demnach sind sie teilweise angeblich bis über 200 km/h schnell gewesen. Welche Geschwindigkeit nun wirklich gefahren wurde? Nun, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch.
Wir sprechen mit einem weiteren Zeugen. Er hatte Glück im Unglück. Der Fahrer dieses weißen Peugeots. Was war Ihr Gefühl? Wer hatte Schuld an diesem Unfall? Ihr erstes Gefühl? Es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich habe das jetzt ich meine, direkt nicht gesehen. Die waren ja über die alle drei Spuren vertreten, ne? Ich will jetzt nicht sagen, der oder der. Dieses Stück Autobahn ist unbegrenzt. Es heißt nicht, dass ich um 13 Uhr 250 km/h fahren kann. Würden Sie sagen, dass die wirklich so schnell gefahren sind? Weil die Jungs, die sagen ja, die sind nicht so schnell gefahren. Die sind 100% so. Wie der bei mir vorbeigebrettet hat, diese Porsche und diese Lamborghini, das kam wie eine Rakete durch den Feuer. Für ihn war dieser Unfall eine traumatische Erfahrung. Auf einmal knallte es und er war innerhalb von Sekunden zwischen zwei brennenden Autos und sah die Frau noch in ihrem Skoda. Und dann habe ich halt Hand von dieser Frau gesehen und dann ging bei mir gar nichts mehr. Ja. Also ich hab komplett die Frau gesehen, dass die im Auto sitzt, das Auto brennt. Ja. Dann konnte ich meine Füße nicht mehr bewegen, mein Rücken, Kopf, das war alles so wie gelähmt. Ne? Also vergessen werde ich das nie, aber vielleicht, dass ich mal irgendwie mal ein bisschen lockerer bei Autofahren bleibe. Ja. Boah. Das hat mich jetzt schon auch mitgenommen. Also mitgenommen in dem Sinne, dass ich das verstehen kann oder nachempfinden kann, dass das für ihn halt einfach so eine traumatische Erfahrung war. Ich meine, das war halt halt das hier, um das nochmal deutlich zu machen. Ne? Wir haben jetzt mit dem hier gesprochen. Er war ja ziemlich weit vorne, muss er ja gewesen sein, sehr weit vorne, wo der Unfall passiert ist. Und hat ja dann gesagt, er kam nicht raus, weil hier war der Lambo, er war anscheinend hier irgendwo. Ja? Ja. Und ist dann hier zwischen den Autos vorbeigefahren. Dass er halt die Hand gesehen hat, oh Scheiße, da ist ein Mensch drin. Alter. Ein Mensch stirbt. Doch wer ist schuld daran? Zentral verwickelt in das Geschehen ist dieser olivgrüne Lamborghini. Sein Besitzer ist Navid F. Er ist nicht unbekannt, ein Influencer. Doch seit dem Unfall haftet an ihm ein Mordvorwurf. Todraser wird er genannt. Die Medien berichten, nennen ihn Instagram-Schmierlappen. Seine Follower reagieren. Für viele ist er der Täter und so erreichen ihn Nachrichten wie diese. Du elendes Stück Dreck, ich hoffe, du verbrennst genauso. Mörder. Wärst du mal lieber gestorben? Aufhängen sollte man dich. Verdammter Mörder, ich hoffe, man erschießt dich. Ab in den Knast mit dir. Hurenbock, Mörder und so weiter. Über 20.000 Hassmails erreichen ihn. Die Polizei rät ihm zur Vorsicht und zur Anzeige, doch er zeigt die Morddrohungen, die ihn erreichen, nicht an. Wir wollen genauer wissen, wer Navid F. ist. Auf Instagram ist er bekannt. Als Navid Alpha. 1,2 Millionen Abonnenten. Heute ist er 31 Jahre alt. Er zeigt sich als einer, der offenbar das schöne Leben liebt und teure Autos. Am liebsten postet er Bilder seines Lamborghinis. Aber ist er wirklich schuld an allem? Ist das hier das Ergebnis seines Autos, seiner Geschwindigkeit, seines Fahrens? Wir treffen Navid. Viele Journalistinnen und Journalisten wollten ihn sprechen. Er lehnte ab. Uns gibt er ein Interview. Wir sind in einem Hotel in Frankfurt und es ist genau ein Jahr nach der Tragödie. Du hattest heute, genau vor einem Jahr, einen sehr, sehr schweren Autounfall. Und du bist am Leben und das ist gut so, aber es ist jemand dabei gestorben. Kannst du mir noch mal erzählen, wie dieser Moment war, was da für dich da passiert ist? Ich befuhr den linken Fahrspur auf einer unbegrenzten Autobahn. Ich bin halt auf linke Spur, fahre geradeaus und höre auf einmal ein sehr lautes Knall hinten rechts an meinem Auto. Ich dachte, ein Rad ist geplatzt. Diese Gedanken sind wirklich im Bruchteil von Sekunden sind durch meinen Kopf gegangen. Aber ich habe gesehen, mein Auto geht nach links. Ich wurde dann mit Kopf gegen die Scheibe geschlagen auf linke Seite und dann war alles verschwommen. Das war unten, dann sehe ich auf meinem Motorhaube ist Feuer. Ich probiere die Tür aufzumachen, das geht nicht.
Und da hat dein Auto schon gebrannt? Ja, ja, schon direkt. Navid hat es geschafft, sich aus seinem brennenden Auto zu befreien. Beide Autos gerieten sofort in Flammen. Und dann ein Schock. Dann habe ich gesehen, dass jemand aus einem anderen brennenden Auto hupt. Genau diese Szene wurde von einem Zeugen mit dem Handy gefilmt. Als die Polizei ankam, ist Navi zu einer Polizistin gerannt und schrie offenbar, da ist noch jemand drin. Hier, das ist Navid. Da ist noch jemand drin, habe er gerufen. Aber laut seiner Aussage sei ihm gesagt worden, er solle sich von den Flammen fernhalten. Wir schauen uns diese Szene gemeinsam an. Navid wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er von der Polizei verhört. Da haben die gefragt, wie schnell du warst. Habe ich gesagt, zwischen 140 und 180. Ich kann es nicht genau sagen. Ich wusste bis dahin nicht, was passiert ist immer noch. Die haben mir dann gesagt, dass jemand ums Leben gekommen ist. Das hast du dann im Krankenhaus erfahren? Ja. Okay, krass. Wie hast du dich da gefühlt? Weißt du das noch? Das war erst schlimm. Also, unbeschreiblich. Das kann man nicht beschreiben. Also, ich weiß nicht, wie ich das so ins Wörter fassen kann. Ich kann es ehrlich nicht. Mhm. Die haben mich dann verhaftet. Da haben die mich in eine Zelle gestellt. Und dann bin ich zu mir gekommen, weil ich war immer noch in Schock und habe gesagt, ich brauche einen Anwalt anscheinend. Navids Cousine organisiert ihm einen Anwalt. Der erklärte ihm dann, was ihm genau vorgeworfen werde und wie ernst die Lage sei. Da war auch nächsten Tag mein Anwalt bei mir und meinte, du musst ins U-Haft. Ich meinte, warum? Ja, da ist eine Frau geschoben, du bist Rennen gefahren, was sie dir vorwerfen. Und du musst in U-Haft. Kannst du mir versuchen zu schildern nochmal, was da in deinem Kopf los war, als das passiert ist? Warum? Das war die einzige Frage, dass ich die ganze Zeit also an mich gestellt habe, warum machen die das? Warum machen die das? Ein Unfall mit Todesfolge wiegt immer schwer und mit rasenden Autos noch viel schwerer. Wir müssen euch diese Geschichte noch mal von Anfang an erzählen. Denn an diesem Tag wurde Navi zwar in U-Haft gesteckt, doch ein Video zeigt später, wie es wirklich zum Unfall kam. Und zwar das hier. Oh mein Gott, nein! Dieses Video beweist, Navid hat den Unfall nicht verursacht. Wir zeigen euch das Ganze nochmal langsam. Hier sieht man, wie ein orangefarbener Opel, ohne zuvor zu blinken, von der Mittelfahrspur nach links ausschert. Und so kommt es laut Akte zu einer streifenden Kollision zwischen Navid und ihm. Die Staatsanwaltschaft lässt dieses Video von einem Gutachter analysieren. Und so entscheidet die Staatsanwaltschaft am 16. Oktober, also 6 Tage nach dem Unfall, dass aufgrund dieses Videos kein Tatverdacht gegen Navid und Tim wegen Mordes mehr besteht. Gegen den Opel-Fahrer, ein evangelischer Pfarrer, wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Wir haben euch den Unfall nochmal in einer Grafik aufgearbeitet. Navid, Tim und Ramsey fahren auf der A66. Das Beweisvideo hat der Beifahrer von Ramseys weißen Lamborghini gedreht. Er spielte das Video anonym Navids Familie zu und die gaben es dann an die Anwälte. Die jungen Männer fuhren und dann zog hier der orangefarbene Opel links rüber, blinkte nicht. Schleuderte gegen den weißen Skoda. Navids Auto knallte gegen die Leitplanke. Skoda und Lamborghini gingen sofort in Flammen auf. Navid konnte sich aus den Flammen retten, aber die 71-jährige Frau schaffte es nicht und kam ums Leben. Als Navid von der Polizei befragt wurde, erzählte er, dass er gemerkt habe, wie ihn etwas hinten getroffen habe. Doch geglaubt hat man ihn nicht, also kam er in U-Haft. Ich war von erster Sekunde fest davon überzeugt, das kann man ja vor Ort, haben die mich ja befragt, im Krankenhaus haben die mich befragt, wie kann ich zweimal den Unfallhergang schildern, was ein paar Tage darauf ein Video auftaucht und meine Aussage bestätigt. Wie geht das? Ich habe ja keinen Fehler gemacht. Ich fahre auf ein unbegrenztes Autobahn und jemand rammt mich.
Ich bin ja fast selber gestorben. Navid galt von Tag 1 des Unfalls für viele als der Todesraser. Doch die Staatsanwaltschaft hob den Mordvorwurf gegen Navid auf. In der Berichterstattung wurde allerdings nichts groß korrigiert. Und der Opel-Fahrer? Es ist Andreas L., eine wichtige Stimme in dieser Tragödie. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Weil wir den gerne treffen wollen. Er ist ein evangelischer Pfarrer, 57 Jahre alt. Ja, guten Tag, Herr. Hier spricht Nadja Kaluli vom Norddeutschen Rundfunk. Ich grüße Sie. Hallo, wir wollen gerne eine Chronologie des Unfalls von der A66 nacherzählen. Und daher meine Frage an Sie, ob Sie bereit wären, vielleicht ein Interview mit mir zu machen. Alles klar. Gut, Herr. Das Telefonat ist kurz. Ich werde gleich abgewimmelt. Er will nicht. Also, er möchte, also ich muss das jetzt erst auch so verdauen. Also erstmal war er natürlich sehr verwundert, dass ich seinen Kontakt überhaupt habe. Okay, das ist, gehört ja zu unserer Recherche, dass wir uns Kontakte rausholen. Und dann hatte er gesagt, dass er sich dazu nicht äußern möchte, weil das Verfahren nach wie vor läuft. Und daher ist das halt für ihn kein Gesprächsthema. Jetzt zu dem Stand, sagt er, es belastet ihn, es ist da ein Mensch zu Tode gekommen. Alleine jetzt darüber nachzudenken, ruft ganz viel wieder hervor. Die Ermittlungen gegen Andreas L. laufen, aber vorverurteilt wurde Navid. Für viele ist er auch heute noch der Todesraser, weil kaum jemand weiß, was wirklich geschah. Für eine Sache, was ich nicht gemacht habe, wurde ich schon verurteilt, zu diesem Zeitpunkt. Also es ist schon sehr schlimm gewesen, aber ich kann keinen sauer sein, weil so wurde es berichtet. Die haben dann so, also schneller berichtet, als sie ermitteln können. Navids Leben hat sich verändert. Er hat viele Freunde verloren, erzählt er. Die Welt hat ihn offenbar abgeschrieben. Aber nicht nur die Medien haben offenbar voreilig geurteilt, sondern offenbar auch die Politik. Für harte Strafen plädierte der hessische Innenminister Peter Beuth. Er sagte, wer so egoistisch und rücksichtslos das Leben seiner Mitmenschen gefährdet, hat nichts hinter dem Lenkrad eines Sportwagens zu suchen, sondern gehört hinter Schloss und Riegel. Und obwohl die Staatsanwaltschaft den Mordvorwurf wegen des Beweisvideos fallen lässt und Navid und Tim aus der U-Haft freikommen, äußert sich der CDU-Abgeordnete Ismail Tipi. Er sagte, ich kann die Entscheidung unserer Gerichte nicht verstehen. Hier ist eine Frau verbrannt, so schnell dürfte der, der es verursacht, nicht freikommen. Wir wollen mit Hessens Innenminister sprechen, schreiben eine Interviewanfrage. Das ist die Antwort. Und zwar schreiben die, wir bitten Sie herzlich, sich mit Ihrer Anfrage an die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt zu wenden, da es sich hier um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt. Mit freundlichen Grüßen. Nun, der Herr Beuth, der Innenminister, der hatte sich ja damals auch lautstark für härtere Strafen ausgesprochen. Da lief das Verfahren ja auch. Weißt du? Den rufe ich da jetzt nochmal an. Ja, hallo, guten Tag. Hier spricht Nadja Kaluli vom Norddeutschen Rundfunk. Nun hatte sich Herr Beuth ja aber auch damals vor einem Jahr geäußert. Da war das ja auch ein laufendes Ermittlungsverfahren. Und deswegen wollte ich nochmal nachfragen, warum er da ein Interview ausschließt. Super, dann ruft er mich. Aber ich werde vertröstet. Man werde sich nochmal bei mir dazu melden. Eine Antwort dazu habe ich jedoch nie bekommen. Die Schuldfrage hat sich verschoben. Gegen den Opel-Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Mordvorwurf gegen die drei Sportwagenfahrer ist vom Tisch. Aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Denn gegen sie wird in anderer Sache ermittelt. Der Vorwurf: illegales Autorennen. Seit 2017 gibt es dazu den Paragraphen 315d im Strafgesetzbuch. Demnach macht sich strafbar, wer ein Rennen ausführt, darin teilnimmt oder mit nicht angepasster Geschwindigkeit verkehrswidrig und rücksichtslos fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Wenn es zu einer Anklage kommen sollte, dann droht denen eine Freiheitsstrafe. Könnte also passieren, dass sie ins Gefängnis müssen. Ermittelt wird anhand dieser Videos, die am Tag der Ausfahrt auf Instagram landeten. Sind die jungen Männer ein Rennen gefahren? Im Mittelpunkt von allem steht der weiße Lamborghini. Er sitzt gerade sozusagen auf seinem Beifahrersitz, denn von hier aus wurde gedreht. Dessen Fahrer ist nach dem Unfall untergetaucht.
In ganz Deutschland wurde nach ihm gesucht. Auch bei Aktenzeichen XY. Wird nun mit Hochdruck gefahndet. Der Haftbefehl lautet auf Mord. Ramsey ist untergetaucht. Aber warum? Heute wissen wir, der Mordverdacht ist vom Tisch. Aber er stellte sich damals trotzdem nicht der Polizei. Warum nicht? Wir treffen ihn im Büro seines Anwalts. Um diese Geschichte den Fakten nachzuerzählen, Ramsey hat keine Unfallflucht begangen. Denn er wurde vor Ort von der Polizei verhört, gab seinen Namen und seinen Führerschein ab. Und dann ging er weg. In den Medien erfuhr er dann wenige Stunden später vom Mordvorwurf und einem mutmaßlichen Rennen. Er kontaktierte einen Anwalt und tauchte unter. Nach 7 Monaten wurde er zufällig bei einer Kontrolle festgenommen. Du warst 7 Monate flüchtig. 7 Monate wusste die Polizei nicht, wo du bist. Dein Anwalt wusste, wo du bist. Dein Anwalt hatte auch Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Dein Anwalt hat aber nicht der Polizei gesagt, wo du bist. Genau. Warum nicht? 7 Monate. Ich habe das dem Anwalt halt überlassen, weil ich habe das Beweisvideo. Es ist halt kein Rennen. Und ja, schon lange her. Jetzt, was soll ich dir noch dazu sagen? Naja, warum man sich 7 Monate versteckt? Also was war, also du hattest ja Angst. Normal, ich war unter Schock, ich hatte Angst, die anderen sind in Urhaft gekommen, sind wieder raus, es war Mordvorwurf, meine Bilder sind überall. Versetzt du dich in meine Lage, wem soll ich denn noch glauben oder vertrauen, verstehst du? Mein Anwalt sagt ja, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich war auf mich selber gestellt und ich habe halt gewartet, bis irgendeine Lösung rauskommt. Überall war dein Bild, in den ganzen Medien. Genau. Warum bist du untergetaucht? Warum hast du dich nicht gemeldet? Es war ja erstmal nicht bekannt, dass das Beweisvideo da ist. Das kam ja erstmal nach 2 Tagen und als der Kumpel sich gemeldet hat. Und er wollte es mir ja nur aushändigen, weil er auch Angst hatte von der ganzen Medien und Fernseher. Okay, und du hattest die ganze Zeit Angst, dass du auch in U-Haft kommst wegen Mord? Ja, ist halt so. Sein Anwalt hatte Verbindung zur Staatsanwaltschaft. Doch die verweigerten Akteneinsicht, weil Ramsey eben flüchtig war. Dann habe ich ja halt über einen Anwalt gefragt, was ich machen soll. Er hat gesagt, wir schauen, wie wir jetzt weitermachen. Es ist ja halt jemand gestorben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was Sache ist. Ja. Konnte mich auch nicht richtig beraten, weil in der Schocksituation. Viele denken sich jetzt so, okay, ich habe jetzt kein Mitleid mit dem. Der hätte ja einfach zur Polizei gehen können, sagen können, hier bin ich. Du warst ja immer noch in Deutschland. Genau, aber das ist ja auch das, ich war in Deutschland. Jeder hat gedacht, ich wäre irgendwo in Dubai. Und wenn ich abhauen wollte, wäre ich vom ersten Tag weg. Weil ich habe ja nichts verbrochen. Und ich wollte ja auch die ganze Zeit kommen. Deshalb war ich auch die ganze Zeit in Deutschland. Er hatte Schiss. Hat sein damaliger Anwalt ihn schlecht beraten? Oder drückte ihn seine ältere Vorstrafe wegen Hehlerei? Nachdem er gefasst wurde, saß Ramsey 3 Monate in U-Haft. Nicht wegen Mordverdachts, das Thema war da schon lange vom Tisch, aber wegen Fluchtgefahr. Wie hat er aber den Unfall erlebt? Sein Beifahrer hat ja das Beweisvideo gemacht. Vor uns ist ja der Unfall passiert und da sind Teile geflogen in der Luft, sind direkt hingerannt. Wie gesagt, der Navid war schon fast draußen vom Auto, habe ihm noch auf die Seite geholfen und haben versucht, der Frau aus dem Skoda zu helfen. Aber man konnte leider gar nichts mehr sehen, weil... was soll ich dir sagen, an dem Tag, ich habe bis heute noch das Bild im Kopf, komplett abgebrannt, alles drinne. Wir wollten helfen, wirklich, ich hatte noch Albträume nach dieser ganzen Zeit. Ja. Verstehst du, jemand ist drinne, am Verbrennen. Und dann gibt es wieder eine neue Wendung in diesem Fall, einen neuen Beweis. Denn dieses Video zeigt eindeutig, dass Ramsey eben nicht abgehauen ist und kaltschnäuzig scheint er auch nicht zu sein. Denn er ist vor Ort, geht nochmal zu den brennenden Autos. Hier, das ist er. Es sind Handyvideos, die entscheidende Beweismittel sind. Und auch beim Vorwurf des illegalen Autorennens kommen sie zum Tragen. Im Mittelpunkt davon diese Szene, vor allem dieses Winken. Hier, dieses Winken deutet die Staatsanwaltschaft als Aufruf zum Rennen. Ramsey sagt, aber so war es nicht. Und sein Anwalt bezieht sich auf die Fahrweise. Denn hier lässt er Navid an sich vorbeiziehen. Dann überholt Tim, der Mann im Porsche, der nicht mit uns sprechen wollte, an ihm vorbei, ohne dass Navid dagegen hält. Sieht so ein Rennen aus?
Aber was auch immer in Ramsey gefahren ist, dann dreht er doch noch auf und gibt Gas, fährt riskant mit gefährlichen Manövern über die Autobahn. Mit dem Unfall hat das hier zwar unmittelbar nichts zu tun, aber es war der Vorlauf. Was sagt er heute dazu? Ich gebe auch zu, das war ein rasantes Fahren, das war auch sehr viel Risiko dabei. Ich sehe es auch ein, ich habe da auch einen Fehler gemacht, sollte auch nie so fahren sollen oder mit rechts überholen, wie man das gesehen hat. Aber das heißt auch nicht, dass ich ein Raser bin oder der jeden Tag so fährt. Wir haben auch, wir sind oft im Ausland, wir sind in Dubai, wir sind in Abu Dhabi, wir fahren auf Rennstrecken. Ich fahre diese Autos schon seit Jahren und ich habe auch riesen Respekt vor solche Autos und ich brauche keine deutsche Autobahn, um da ein Rennen zu fahren. Es war ein Fehler, wie ich dir schon gesagt habe, und ich sollte nicht so fahren. Und ich würde auch heute gar nicht mehr so fahren oder rasant oder Risiko mit Risiko und andere Leute auch schon mehr beachten. Auf jeden Fall. Ob es bei ihm zu einer Anklage kommt, noch unklar. Aber auch gegen Navid laufen Ermittlungen, obwohl es von ihm offenbar keine Videos gibt, die eine rasante Fahrweise abbilden. Wir sprechen das nochmal an. Der Tatvorwurf dir gegenüber ist ja weiterhin Verdacht auf Teilnahme eines illegalen Autorennens. Was sagst du dazu? Stellen wir vor, wir hätten alle keine Lamborghinis, sondern Autos, die 5.000 Euro wert sind, sagen wir mal. Hätte er wirklich das als illegale Rennen bezeichnet? Ich glaube nicht. Die sehen das Auto und sagen, Schwarzkopf, wie du gesagt hast, da muss er kriminell sein. Also du meinst, du bedienst einfach sämtliche Klischees? Alles, also voll. Ich stelle dir die Frage nochmal. War es ein illegales Rennen? Nein. Habt ihr euch zu einem Rennen getroffen? Nein. Hast du dich jemals zu einem Autorennen getroffen? Nein. Hast du Schuldgefühle? Die Frage ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Schuldgefühle haben kann für eine Sache, was ich nicht gemacht habe. Also man muss sich halt so vorstellen, dass die Familie denkt, ich bin schuld, obwohl ich nicht schuld bin. Doch es bleibt etwas jenseits juristischer Schuld. Etwas, das auch bei Navid offenbar nachhallt. Etwas Grundlegendes jenseits der Strafgerichte. Wir haben noch einen sehr geliebten Menschen verloren. Und also es ist sehr traurig, und dass sie halt innerhalb Sekunden so ein Unfall passieren kann und das Leben wegnehmen kann, ist sehr extrem. Also wieder auch unbeschreiblich. Ein Mensch ist gestorben, auf der Autobahn, diesem seltsamen Ort, der in Deutschland oft keine Limits kennt. Schnelle Autos, schnelle Urteile. Doch am Ende ist klar, es gibt keine einfachen Wahrheiten. Ja, was denkt ihr? Sind die drei Sportwagenfahrer ungerecht behandelt worden oder sind sie eurer Meinung nach zentral beteiligt? Und was denkt ihr über ein Tempolimit? Brauchen wir ein Tempolimit, damit solche Unfälle erst gar nicht passieren? Eure Meinung interessiert uns, schreibt es gerne in die Kommentare und schaut euch doch gerne meinen Film an, Poser vs. Polizei, und klickt auch gerne mal in den Kanal der Kolleginnen und Kollegen für weitere spannende Filme.